Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen! Nach dieser Rede muss ich erst mal wieder die Fakten sprechen lassen. Denn der Antrag der AfD veranlasst mich zu der Frage: Laufen Sie eigentlich mit offenen Augen durch die Welt? Schauen Sie sich eigentlich die Fakten an? Die Auswirkungen des Klimawandels, die sind schon heute massiv spürbar. Waldbrände in den USA, in Australien, in Sibirien, Dürresommer in Deutschland, in den letzten Jahren, Extremwetterereignisse in der ganzen Welt. Der Klimawandel findet statt. Das leugnet die AfD ja nicht mal. Sie sind nur der Meinung, der Mensch hat überhaupt keinen Einfluss auf diesen Klimawandel. Teilweise sagen auch Mitglieder Ihrer Fraktion, er hat ein bisschen Einfluss auf den Klimawandel, aber keinen signifikanten. Entscheiden Sie sich doch mal, was Sache ist. Sie sind die einzige Fraktion in diesem Deutschen Bundestag, die behaupten, dass der Klimawandel nicht menschengemacht ist. Ich frage mich, wer denn die Fakten kennt und wer denn seine Argumentation auf diese Fakten basiert. Sie sicher nicht, meine Damen und Herren. Zu den Fakten. Wetter ist nicht gleich Klima. Ja, das stimmt. Aber Folgendes muss doch auch Sie aufhorchen lassen. Die Eiszeit dauerte 5000 Jahre. Alle 1000 Jahre erwärmte sich das Klima um 1 Grad. Alle 1000 Jahre. Heute findet dieser Temperaturanstieg schon binnen 100 Jahren statt. Und etwa 2/3 der Erderwärmung fallen auf die Jahre nach 1979. Also dies zeigt, der Klimawandel ist auch menschengemacht. Das ist Fakt. Denken Sie bei Ihrer Argumentation eigentlich auch an Ihre Kinder, an die nachfolgenden Generationen? Ich frage mich das. Anscheinend machen Sie das nicht, meine Damen und Herren. Wenn wir die Erderwärmung nicht nur auf 2 Grad, sondern sogar auf 1,5 Grad begrenzen, steigt der Meeresspiegel um einen halben Meter an. Inselstaaten sind vom Untergang bedroht. Marshallinseln, die Fidschi-Inseln, Kiribati, Tuvalu im Pazifischen Ozean. Und wenn man diese Vertreter dieser Staaten bei den Klimakonferenzen hört, wie verzweifelt sie reden, auch im Plenum, dann merkt man, wie bedrohlich diese Situationen für diese Inselstaaten sind. Der Klimawandel wird auch die Migration weiter erhöhen. Auch das dürfte Sie interessieren. Wenn wir das 2-Grad-Ziel nicht erreichen, werden 2 Millionen Menschen sich auf die Flucht begeben. Haben wir 2 Millionen Menschen mehr Klimaflüchtlinge, weil zum Beispiel in Afrika die Dürrezonen sich ausbreiten und Hitzeperioden noch stärker entstehen. Dessen müssen auch Sie sich bewusst sein. Ein Sechstel der Erdoberfläche sind Permafrostgebiete. Permafrostböden, zum Beispiel in Sibirien, Kanada oder Alaska, enthalten zwischen 1300 und 1600 Gigatonnen Kohlenstoff in Form von CO2 und Methan. Die ganze Erdatmosphäre enthält 800 Gigatonnen Kohlenstoff. Das ist die Hälfte dessen, was aus den Permafrostböden noch in die Atmosphäre gelangen kann. Also das Doppelte kann durch die Permafrostböden in die Atmosphäre gelangen. Und das Abtauen dieser Permafrostböden, das kann zu Kipppunkten im globalen Klimasystem führen. Ein Kipppunkt ist ein sensibler Punkt im Klimasystem, an dem jedes Kilogramm CO2, jedes Gramm sogar, das Fass zum Überlaufen bringen kann. Lassen Sie uns es nicht so weit kommen. Diese Rückkopplungseffekte müssen wir vermeiden. Wir müssen dem Klimawandel entgegenwirken und deswegen weltweit. Und deswegen ist der Ausstieg aus dem Klimaabkommen, den Sie jetzt hier propagieren als den richtigen Weg, genau der falsche Weg, meine Damen und Herren. Warum ist es der falsche Weg? Er wäre unlogisch. Es wäre das falsche Signal. Denn das Pariser Klimaabkommen 2015 war ein großer Erfolg. Ich war damals in Paris mit dabei. Und wir waren alle stolz, dass sich
alle Staaten der Welt, alle fast 200 Staaten der Welt auf ein einheitliches Klimaabkommen geeinigt haben mit National Determined Contributions, also mit nationalen verbindlichen Klimazielen, NDCs. Jeder hat sich dazu verpflichtet, damals auch die USA unter Obama. Und ganz schnell haben auch die Staaten das ratifiziert. Also dieses Klimaabkommen ist innerhalb von wenigen Monaten auch noch in Kraft getreten. Das ist ein Riesenerfolg. Kyoto war kein Erfolg mehr. Da waren nur noch 37 Staaten mit dabei. Und deswegen sage ich, wir Frau müssen Kollegin, in diesem Abkommen... Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung der Kollegin Dr. Nestle? Gerne. Ja, herzlichen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Frage zulassen. Sie haben jetzt lange darüber gesprochen, wie dringend es ist, etwas gegen die Klimakrise zu tun und dass wir dringend internationale Abkommen brauchen. Aber dazu gehört ja auch, dass man selbst zu Hause liefert. Und genau jetzt diskutieren wir ein anderes Gesetz, das das Kernstück der Energiewende ist, nämlich das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Und Sie selbst wissen genau, dass wir ohne den Zubau der Erneuerbaren in keinem Sektor Erfolg haben werden, weder bei der Wärme noch im Verkehr, schon gar nicht beim Wasserstoff, den auch Ihre Partei ja immer so vehement fordert. Und deshalb frage ich Sie, wie passt das zusammen, dass Sie hier eine glühende Rede für den Klimaschutz halten, aber im EEG überhaupt keinen erneuerbaren Strom eingeplant haben für die Sektorkopplung, für Wasserstoff, dass Sie davon ausgehen, dass der Stromverbrauch zurückgeht, also nichts für die anderen Sektoren zur Verfügung steht. Warum haben Sie einfach 3 Gigawatt Windstrom noch mal rausgestrichen, die eigentlich nachgeholt werden müssten? Warum sorgen Sie nicht für den Zubau der erneuerbaren Energien, die wir bräuchten? Weil sonst ist das alles nichts, sind das alles nichts als leere Worte. Und bevor Sie jetzt wieder mitkommen, aber Baden-Württemberg habe auch nicht zugebaut. Bis 2017 lief der Zubau in Baden-Württemberg sehr gut, bis die Bundesgesetze verhindert haben, dass der Zubau weitergehen konnte, weil es keine Zuschläge mehr gab. Frau Dr. Weisgerber. Also erstmal möchte ich aus Überzeugung sagen, dass wir liefern. Wir haben ein Klimakonzept vorgelegt, das es so in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben hat. Übrigens auch nicht unter Rot-Grün. Mit 3 Elementen, mit der Bepreisung, mit über 70 Maßnahmen, um eben auf Klimainnovationen zu setzen und einem Klimaschutzgesetz mit verbindlichen Klimazielen, die Sie auch gefordert haben. Ja, wir diskutieren jetzt gerade das Erneuerbare Energiengesetz. Und auch in diesem Erneuerbaren Energiengesetz sind bezüglich des Klimaschutzes, was die Ausbauziele angeht zum Beispiel, viele Fortschritte enthalten. Wir haben zum Beispiel auch das Thema EEG-Umlagenbefreiung für grünen Wasserstoff enthalten in diesem Gesetz. Wir haben auch Hürden abgebaut, was zum Beispiel die Photovoltaikanlagennutzung angeht, dass zum Beispiel beim Eigenverbrauch die 10 kWp-Grenze angehoben werden soll auf 20. Und wir kämpfen auch jetzt im Gesetzgebungsverfahren dafür, dass wir noch weiter den Ausbau der erneuerbaren Energien anreizen, bürokratische Hürden abbauen, dass wir die Bürger auch stärker mit einbeziehen. Deswegen ist es richtig, dass wir im Windbereich die Akzeptanz der Menschen erhöhen, indem wir die Standortkommunen beteiligen. Und auch dazu sind Elemente im Gesetzentwurf enthalten. Und außerdem muss ich Ihnen sagen, ich bin da ganz entspannt. Wir sind jetzt im Gesetzgebungsverfahren. Wir werden dieses Gesetz auch noch entscheidend verbessern. Wir haben in der nächsten Sitzungswoche ja die Anhörung im Ausschuss. Wir bringen uns auch als Klimakreis sehr konstruktiv in diese Diskussion ein. Und Sie können sicher sein, dass wir am Ende auch ein gutes EEG haben werden. Vielen Dank. Gut, danke schön. Dann geht es weiter in der Runde. Ja, also wir brauchen alle Staaten der Welt. Und mit dem Abkommen, mit dem Pariser Klimaabkommen, ist auch die Trennung aufgehoben worden zwischen den Industrienationen und den Entwicklungs- und Schwellenländern. Wir werden unsere Klimaziele nicht erreichen, wenn die Entwicklungs- und Schwellenländer ihre Wirtschaft nicht von Anfang an klimafreundlich aufbauen. Und auch deswegen brauchen wir die Klimaabkommen, damit diese Staaten mitgenommen werden und damit wir, wenn wir in diesen Staaten auch investieren, dies auf unsere Klimaziele angerechnet bekommen. Denn bei einem haben Sie ja recht, allein in Deutschland können wir dem Klimawandel nicht begegnen. Wir brauchen alle Staaten der Welt und deswegen brauchen wir auch internationale Abkommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Anja Weisgerber. Ich danke Ihnen. Nächster Redner für die FDP-Fraktion ist schon mal hochgefahren worden, Dr. Lukas Köhler.